Heute wird mal vom Video ein bisschen anders, denn ihr seid ja eigentlich gewohnt, dass ich so ein bisschen eigentlich immer so vor der Kamera bin, als wäre das ein Vortrag. Aber das bin ich ja eigentlich so gefühlt gar nicht. Also, das bin schon ich, aber nicht so, wie ich normalerweise drauf bin. Also, wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs bin, quatsche ich ganz normal mit denen. Und wenn ich jetzt hier meine Videos irgendwie mache, dann ist das so klar, ich habe so eine kleine Liste, wo ich ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die ich so umsetzen will. Aber wenn ich jetzt Videos drehe, dann mache ich das nicht so wie jetzt, einfach so frei rauslabern. Und das ist eigentlich genau das Ding, was mir Bock macht. Klar, da sind mal Versprecher dabei, da muss ich nachdenken, so wie jetzt gerade. Das ist mehr ich, als eine Liste zu haben und genau auf den Punkt das perfekt sagen zu wollen. Du kennst das ja wahrscheinlich, wenn du irgendwie in der Schule bist und dann hast du einen Vortrag. So, dann sagst du, was hier deine Punkte sind und du wirst es im Endeffekt so schnell wie möglich fertig haben. Ratterst die wichtigsten Sachen raus und dann ist das fertig. Und so waren gefühlt aktuell meine Videos. Das ist halt meiner Meinung nach nicht so, wie ich drauf bin. Ich will so ein bisschen zeigen, was ich mache, dass ich auch mal, keine Ahnung, irgendwelche dummen Memes mache, weil das ist so mein Hauptding. Boy. Damit kriegt man mich immer. Also ich habe so viele Sachen da im Kopf. Nice. Gut, da ist schon wieder, ich versuche zu viel nachzudenken bei dem, was ich sage. Also das ist irgendwie so ein bisschen weird. Also ich will auch ein bisschen rumspielen mit der Kamera, weil ich mache mich ja eigentlich gar nicht zum Deppen, weil so bin ich eben nun mal. Also, dass ich irgendwie rumlaufe, was erzähle, so. Egal, was ich in der Hand nehme hier im Studio, entweder sowas wie die Kamera hier, guck vorher bei den Videos, habe ich dann drauf geachtet, so, oh, unten ist die Batterie nicht drin, muss ich reinmachen. Guck schon wieder in den Bildschirm reingeguckt. Ich weiß, wie ich aussehe, also ist eigentlich Peng. Was ihr jetzt auch mal sehen könnt, ist das ganze Studio außenrum. Man hat immer so ein Teil gesehen, aber im Endeffekt muss ich hier mich richtig anstrengen, viel Licht reinzubringen, weil es alles hier so richtig dunkel ist. Also da hatte ich Bock drauf, ne? Ist halt im Keller. Die Wände sind dezent tief. Ich mach meine Schuhe zur Seite. Ich hätte es schon heller, wenn ich da eine andere Farbe genommen hätte, aber hatte ich halt keinen Bock drauf, weil ich find's so nice. Hier sind Lampen und da sind Lampen und da, die sind alle über Philips Hue irgendwie angebunden. Das Geile dabei ist, kann ich einfach über mein Handy steuern, ohne hier unten mein Stream Deck angeschlossen. Kann ich auch einfach das Zusatzlicht ausmachen. Aber da hinten sind noch so zwei normale Lichter, das ist einfach nur für zusätzliches Licht, weil sonst ist hinten einfach alles maximal dunkel. Ja, und dann habe ich noch so ein Aperture-Licht da vorne stehen, was dann noch so ein bisschen insgesamt auffällt. Was ich eigentlich so gut wie gar nicht hier drin benutze, obwohl das hier dauerhaft drin steht, ist das Sofa. So, jetzt benutzen wir das mal wenigstens fürs Video. Also, ich saß da auch schon mal in den anderen Videos drauf, aber irgendwie sieht geil aus. Aber ist im Endeffekt irgendwie nur eine random Ablage. Was mir jetzt auch noch auffällt in dem Video, ne? Ist irgendwie total komisch. Sonst, wenn ich die Videos gedreht habe, war das so, boah, voll anstrengend. Jetzt habe ich das durch. So, und jetzt so denke ich mir so, boah, ich könnte jetzt noch 20 weitere Videos drehen. Also irgendwie ist schon, macht irgendwie schon Bock. Vorher gefühlt viel zu viel nachgedacht bei den Videos. Ich habe mir jetzt vorher auch Gedanken gemacht, was ich so sagen will, aber das ist jetzt einfach so im Flow. Ich muss jetzt irgendwie nicht irgendwie so eine Strichliste abarbeiten, wo dann draufsteht, du musst jetzt noch das sagen und das hast du vergessen und dann muss ich am Ende noch den und den Take machen, weil ich habe das und das vergessen. So, ich will halt wirklich so frei raus erstmal die Sachen raushauen. Es wird hier auch weiter die ganze Zeit noch um Fotografie gehen, also beziehungsweise auch um Videos drehen und wie ich Fotoshootings mache und so. Und da kann ich auch mal von ausgehen, dass ich da dann auch wieder ein bisschen mehr vor der Kamera sein werde, weil ich das selbst eigentlich ganz nice finde. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Das ist auch so ein Ding, das kommt, glaube ich, auch einfach mit der Zeit. Also ich bin selbst auch gespannt, was so ein bisschen in den zukünftigen Videos kommt. Denn es wird, denke ich mal, so ein bisschen anders vom Stil. Einfach mehr frei raus, mehr das, so wie ich eigentlich bin. Also nicht dieses Abarbeiten. Und wenn euch das so gefällt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und ich bin raus. Tschüsschen!